Angst und Schrecken verbreiten sich in der Jersdorfer Nachbarschaft. Hier im Landkreis Rothenburg ist der Dachstuhl einer alten Lagerhalle eingestürzt. Nichts Besonderes sollte man meinen, aber es steckt mehr dahinter. Rückblick. In den 90ern wurde die Halle von der Familie Rathjen vermietet. Der damalige Mieter lagerte aufgrund einer Geschäftsidee 3000 Nachtspeicheröfen ein. Seine Firma ging pleite, er machte sich aus dem Staub. Dabei ließ er alles zurück. Das Problem? Die Öfen sind allesamt asbestverseucht. Eine Entsorgung hätte damals rund 1,5 Millionen Mark gekostet. Eine Summe, die der Eigentümer nicht aufbringen konnte. Seit über 20 Jahren wird dort nun krebsverursachendes Asbest gelagert. Jetzt kam es zum Einsturz der Halle. Unwissenheit und Angst herrscht in der Nachbarschaft. Da hat man schon so ein Grummeln im Magen. Man weiß nicht so recht, hat das jetzt akut Auswirkungen oder nicht? Darf ich das Fenster aufmachen? Darf ich meine beiden kleinen Kinder draußen spielen lassen? Der Landkreis Rothenburg wollte sich dazu nicht vor der Kamera äußern, sagte aber, die Vermieter seien mehrmals von den eventuellen Folgen gewarnt worden. Obwohl diese von der nicht rechtmäßigen Einlagerung wussten, wurde der Mietvertrag sogar noch verlängert. Laut Gesetzeslage haftet der Mieter. Da der aber über alle Berge ist, seien die Vermieter verantwortlich. Es hätte juristisch die Möglichkeit gegeben, eine Räumung der Öfen zu erzwingen. Allerdings hätte man damit Familie Rathjen in den finanziellen Ruin getrieben. Da angeblich keine Gefahr von dem gelagerten Asbest ausging, blieben Landkreis und Vermieter untätig. Also wir haben, nachdem das Ganze passiert ist, halt uns an die Gemeinde gewendet. Der Kreis ist eingeschaltet, aber eigentlich sind wir nach wie vor uninformiert. Also die Informationspolitik sowohl von der Gemeinde als auch vom Kreis lässt diesbezüglich sehr zu wünschen übrig. Jetzt mit dem Dacheinsturz ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt ist auch der Landkreis wach und will die Lage neu prüfen. Ob das Lager vorerst nur gesichert wird oder gleich eine Räumung stattfinde, sei noch nicht sicher. Ebenso wenig, ob beim Einsturz erhöhte Mengen Asbest freigesetzt worden sind. 6 Krebsfälle hat es hier bereits gegeben, 2 davon waren tödlich. Das Ganze könnte natürlich nur Zufall sein, allerdings lässt sich das natürlich nicht ganz ausschließen, dass das vielleicht zurückzuführen ist auf das ganze Asbest, das hier gelagert ist. Der Eigentümer von dieser Halle wollte übrigens auch etwas dazu sagen, aus ermittlungstechnischen Gründen wurde das aber vom Anwalt untersagt.